Hey ho Leute und herzlich willkommen zur 20. Folge von Grim Tales The Bride oder Grim Tales Die Braut. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass unser Vater ein Dämon ist oder der Dämon, eben dieser Kaufmann-Dämon. Ich verstehe immer noch nicht, warum der am Anfang Kaufmann hieß, irgendwann. Oder habe ich es mir nur eingebildet? Kann ja nicht sein. Naja. Genau, und dass er... Naja, irgendwie eben unsere Seele will. Und die Seele unserer Schwester ja anscheinend schon hat. Und wir sind Zwillingstöchter, das wusste ich auch noch nicht. Also Zwillingsschwester meine ich. Ja, und dann sind wir in dieser Mine auch gelandet. Ein verlassener Minenschacht. Wäre ich ein Kind, würde ich liebend gerne hier spielen. Mit dem Minenwagen fuhren die Menschen tief in den Schacht, aber er ist kaputt. Was verbirgt sich hinter der Holzbarrikade? Das werden wir wohl noch herausfinden. So. Erstmal hier. 44 haben wir hier. Der Sinn des Lebens oder so ähnlich. Nee. Taschenlampe. Die guckt hier hinten hervor. Ein Pfirsichkern. Ja, sehe ich gerade nicht. Ein Knopf. Jetzt haben wir noch ein Bonbon. Das haben wir hier. Nagellack. Und da haben wir noch die andere Sonne. Die suchen wir ja auch. Orangensaft steht hier einfach drauf. Okay. Alles klar. Ein Dartpfeil. Das steckt hier oben drin. Hier liegt allerlei Kosmetiksachen, aber ein Nagellack habe ich jetzt nicht gefunden bisher. Ah, doch, da. Da im Eck. Oh, da steht Luisa drin, ne? In dem Schuh mit Größe 38. Okay, eine Haarspange. Garn, das haben wir hier. Haarspange, die da. Genau. Gut, dann noch ein Knopf, ein Fingerhut, den habe ich doch schon gesehen. Wo ist war der denn? Da oben drauf. Genau. Okay, einen Reisepass. Das da oder was? Nee. Ah, da hinten. Passport. So, dann noch der Pfirsichkern und den Knopf. Ah, da ist der Pfirsichkern. Jetzt sehe ich ihn erst. Da ist ja ein bisschen dunkler als gewöhnlich, oder? Naja, aber das ist er auf jeden Fall. Mensch. Und der Knopf, der hängt hier in der Krawatte dran. So, wir bekommen die andere Sonne. Teil der Sonne. Gut. Warte, was haben wir jetzt noch? Zahnrad. Dann gehen wir mal, nee, nicht zum Wald, hier runter, dahin. Da mussten wir hin, oder? Genau, setzen dann mal die Sonne hier beim Türschloss ein. Okay, schon wieder diese Zeichen. Die sehen aber echt teilweise wirklich aus wie Sternzeichen, aber nur so ein bisschen. Zum Beispiel das hier jetzt sieht aus wie so ein bisschen dingsmäßig. Wow, was müssen wir hier denn jetzt machen? Oh nein, jetzt sag mir nicht, wir müssen das an die richtige Stelle schieben und wir können nicht immer sehen, was darunter ist und so weiter. Und oh nein, das ist doof. Setze jeden Stein auf das Feld mit dem entsprechenden Symbol darauf. Ein Stein kann sich jeweils nur auf eines der markierten freien Felder bewegen. Was, markierte Felder? Ah. Okay. So könnten wir das schon mal theoretisch hier hinsetzen. Oder auch nicht. Okay. Achso, die leuchten, sind ja schon richtig. Hm.
sagte. Ups. Entschuldigung, jetzt fange ich hier wieder an rumzuräuspern. Okay. Nein, nicht dahin. Du sollst schon da bleiben. Die da stimmen ja schon. Das da muss da hoch nur. Das ist ja auch ganz praktisch. So. Müssen wir schauen, dass wir das hier dahin bekommen. Warte, wo kommt das denn hin? Okay, da muss das da oben hin. Warte, ich mach's zwar ein bisschen komplizierter. Dann können wir vielleicht auch das da oben schon mal runterbekommen. Ja, wobei. Bleib schon mal da oben. Nein. Dich wollte ich hier hin machen. So. Das muss auch noch dahin. Ja, ich mache das wahrscheinlich wieder ultra, mega, total kompliziert. Aber. Warte. Oh. Ja, obwohl die stimmen ja alle schon. Jetzt fange ich vor allem schon wieder an zwei Seiten gleichzeitig zu arbeiten. Also einmal hier links und einmal hier unten. Naja. So, das hier brauchen wir da unten. Das hier brauchen wir aber auch da oben. Jetzt, Moment. Sollte ich mich nicht erstmal auf eins konzentrieren? Und dich mal wieder zurück. Dich auch. Oh, ich hätte gern das da auch gleich da unten. Jetzt machen wir erstmal alles kaputt wieder. Ja, super. Warte, wir brauchen das hier halt da unten. Wo kommt das denn hin? Oh, muss das natürlich wieder falsch rum sein und alles. Warte. Oh Gott, ich mache das jetzt echt kompliziert wahrscheinlich. Erstmal eins nach dem anderen nochmal wieder hier hin, bitte. So. Hallo. So, damit du hier hin kannst. Dann gehst du mal kurz hier hin, damit du hier hin kannst. Du musst da unten hin. Dann machen wir dich mal kurz hier hin. Das ist halt das Gute, dass man auch das so total komisch rumschieben kann. So, jetzt haben wir die Seite schon mal komplett. Ups, nein, bleib doch da. Du stimmst doch. Bleib da, habe ich gesagt. So. Jetzt lagere ich dich mal hier zwischen, damit du noch da oben kannst. Dann stimmt das hier auch schon mal. Okay, das sieht doch schon mal fast gut aus. So, du dahin, du hierhin, du dahin. Ja, jetzt haben wir's. Oh, ja gut, du hierhin. Du dann noch hier zwischen rein. Nein, nicht du. Oh, manchmal sehe ich gar nicht, dass es sich geändert hat und dann klicke ich einfach weiter, weil es nicht richtig geklickt hat und so weiter. So, jetzt. Ja, so schwer war es gar nicht. Gut, zum Geheimraum. Jetzt kommt ja wieder diese Musik, die wir schon mal gehört haben. Okay, dann lass uns mal schauen, ob wir hier noch irgendwas rausfinden können. Hier mal den Motor. Sieht man ja, dass es ein Motor ist, ne?
Okay. Ist hier so das Geheimversteck vom Kaufmann, von unserem Vater, vom Dämon. Bücher, Anleitung. Was ist denn hier für eine Anleitung? Okay, das sind Farben vom Motor. Bekommen aber keinen Text dazu. Schauen wir uns mal den Motor an. Da können wir jetzt wahrscheinlich das Zahnrad dazulegen. Okay, was haben wir hier aber bei den Büchern? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht aus wie ein recht einfaches Verschieberätsel halt und so. Okay. Zum her, die Info. Die Bücher in der zwei Regalfächern sind nicht in ihrem richtigen Platz. Klicke auf sie, um sie richtig anzuordnen und das Bild auf den Buchrücken zu vervollständigen. Ja, nee. Okay. Muss dann wahrscheinlich hier das auch immer übereinander sein? John Austin und John Austin. Jane Austen und Jane Austen, oder wie? Da sehe ich das gerade falsch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, jetzt muss ich halt erstmal rausfinden, wo jetzt überhaupt halt auch der Rand ist, ne? Na komm. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob das wirklich stimmt jetzt, was ich hier denke. Nee, Moment. Nee. Wo ist denn hier das zweite? Lila, ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht lasse ich mich auch gerade voll verwirren von diesen ganzen Buchtiteln und so weiter. So, schau lieber mal auf das Motiv, würde ich mal sagen. So, hier. Gibt es hier irgendwo noch mehr Haare? Oder so ein bisschen, so einen kleinen Teil von den Haaren? Hier ist auf jeden Fall ein Ohr. Das hier sieht auch interessant aus. Okay. Okay, so sieht das doch schon mal gut aus. Das hier. Hier hin. Nee. Warte, was ist denn das? Das ist doch eine Halskette, oder? Wenn mir wenigstens angezeigt würde, ob es schon stimmt oder sowas. Aber irgendwie nicht. Okay. Ich kann gerade gar nicht richtig ausmachen, wo jetzt was ist. Also... Ah, das gehört zum Hals, okay. Sehr gut. Was ist mit dem? Nee. Gehört vielleicht nach unten. Nee, warte. Die Teile hier oben, das stimmt ja schon. Okay, also oben und unten erkennt man auf jeden Fall schon mal an diesen Teilen hier. Und wahrscheinlich... Ach so, ah, jetzt sehe ich das erst. Ich habe gerade erst gedacht, die muss man auch nach... Also... hier nach der Helligkeit oder sowas ordnen, aber es zeigt einfach nur an, ob etwas schon stimmt oder nicht anscheinend. Nee. Kann doch aber auch nicht sein. Das stimmt doch nicht.
Das ist hier das Einzige, was so ausgegraut ist. Komisch. Warte, das hat doch gestimmt. Okay. Das sieht doch fast schon gut aus. Eben nur fast. Warte. Okay, das sieht schon mal besser aus. So. Okay, das stimmt doch schon mal fast alles, oder? Nein, warte, hier fehlt noch was. Oder? Nee. Ah, warte hier, das stimmt nicht ganz. Glaube ich. Na doch. Okay. Und das hier ist doch hier. Was denn mit dem? Okay, Moment. Mal hier alles noch einen Schritt nach links. So, ja. Gut, was haben wir jetzt hier oben? Die versteckte Ablage des Bücherregals ist abgeschlossen. Ja, toll. Da kommen wir nicht hin. Schade. So. Okay, diese Anleitung können wir nicht benutzen. Gut, dann müssen wir wohl das mit dem Motor hier machen. So, warte kurz. Wir haben uns das ja aufgeschrieben mit den Farben. Das Schema des Motors. Okay. Jetzt können wir das auch während dem Rätsel angucken? Ja, ne? Gut. Okay, lass uns das mal anschauen. Das war, glaube ich, zuerst dieses Große. Kann die Protagonistin das sich nicht irgendwie daneben setzen oder so? Denn etwas, was die ähnliche Farbe hat, aber kleiner ist. Ist es dann das hier oder? Oder ist es zu klein? Ne, das hier wahrscheinlich. Nee. Oh, ich bin verwirrt. Dann kommt was Braunes. Dann zwei dunkle. Ey, kein Plan, das ist doch total der Rotz. Stimmt eh nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Oh nein, jetzt muss ich mir hier die Farben noch merken und sowas. Boah. Oder geht es jetzt einfach nur nach Größe? Nee, ist ja beides gefragt. Oh Mann. Ach, okay. Schaue ich mal nach der Größe so ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall das Erste. Weil das ist auch das Dickste. Dann etwas Kleines. Was aber die gleiche Farbe hat. Also ist das da. Dann kommt etwas, was ein bisschen größer ist, aber so eine braune Farbe hat.
Das ist wahrscheinlich das hier. Das ist auch ein bisschen größer, ja. Dann was Helleres. Nee. Hier was Dunkleres, was ein bisschen größer ist. Und dann noch was, was kleiner ist. Ist das dann das hier? Oder war das jetzt falsch? Oh Gott, ich kann mir das nicht merken. Kann ich sich das nicht irgendwie dahinlegen? Oh Mann. Kriege ich das jetzt noch hin in der Folge? Dann das. Das ist ja auch kleiner. Aber dicker. Dann brauchen wir noch das kleine, ein schmales. Aber ein bisschen größer. Etwas dickeres. Mittelgroß, groß, klein. So. Bitte. Dankeschön. Oh Mann. Ich dachte jetzt schon, ich brauche hier länger. Gut, wir haben den Motor. Das ist ja schon mal sehr gut. So, können wir noch irgendwas rausfinden? Ansonsten... Ja, das war's dann mit dem Ding. Ja, was ist mit hier unten? Das ist egal. Anscheinend okay. Ja, dann brauchen wir halt hier eben dieses Dings. Oh, dann bekommen wir auch den Musikschlüssel. Die Notenschlüssel. Können wir dann endlich mal das Klavierrätsel angehen. Das ist cool. So, dann gehen wir mal zur Quelle. Und eben zur Mine rein. Und setzen dann aber in der nächsten Folge diesen Motor jetzt endlich mal hier hin. Und schauen mal, was tief in den Minen verborgen liegt. Für uns zu entdecken. Und so. Ja, war jetzt ein komischer Satz. Was es für uns zu entdecken gibt. So, in den Tiefen der Mine. So, also, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, eure Shadow Keeper Wolf.